Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht um Buchempfehlungen heute. Die Bücher, die ich im vierten Quartal 2021 gelesen habe, es waren richtig spannende Bücher dabei. Ich habe hier meine Notion-Liste, meine Reading-List. Dort dokumentiere ich immer die Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe einige Buchempfehlungen auch für euch dabei. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Buch, was ich gelesen habe. Ich habe es nicht dabei, ich habe fast alle Bücher hier um mich herum liegen. Aber das Buch habe ich gerade verliehen. Es geht um Kopf frei von Professor Dr. Volker Busch. Das ist das erste Buch, was ich im Oktober gelesen habe. Es ist ein richtig tolles Buch und Professor Dr. Volker Busch war ja auch im Muezzin-Podcast. Das Video kann ich dir auch gerne nochmal verlinken und findest du auch nochmal in den Shownotes. Ein ganz, ganz tolles Podcast-Interview und in dem Buch geht es darum, wie du mehr Klarheit, Konzentration und Kreativität in deinem Alltag erlangen kannst, wie du einfach mal den Kopf frei bekommst, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr hohes Gut und er zeigt total viele praktische Tipps und ich fand das Buch grandios, weshalb ich ihn auch gefragt habe, ob er in den Wordsy-Podcast kommt. Und wie du das vielleicht aus dem anderen Video schon kennst, ranke ich ja ein bisschen meine Bücher hier auch in meiner Liste, dass ich weiß, welches empfehle ich nicht so. Und dort habe ich ein Sterne-Ranking von 0 bis beziehungsweise von einem Stern bis 5 Sterne. Und Kopffrei war mit 5 Sternen dabei. Eine absolute Empfehlung von mir für dich. So, nächstes Buch, was ich im Oktober gelesen habe, das habe ich dabei. Das ist Unfog Your Mind. Perspektivwechsel für mehr Lebenslust und Leichtsinn. Und das Coole an diesem Buch war, also das habe ich so noch nie gesehen, ist das Design, wie es gemacht war. Also hier siehst du vielleicht, man muss das Buch dann drehen. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera gerade fokussiert. Dass du im wahrsten Sinne des Wortes einen Perspektivwechsel hast. Manchmal musst du das Buch drehen oder die entscheidenden Dinge aus dem Kapitel werden hinten immer nochmal zusammengefasst. Das sieht dann so aus. Das sind nochmal die drei wichtigsten Erkenntnisse quasi. Und ja, auch farblich einfach anders. Ich fand es total cool. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Perspektivwechsel und sehr alltagsnah. Große Empfehlung, ich gucke gerade mal, 4 von 5 Sternen, genau. Und das letzte Buch, was ich im Oktober gelesen habe, war das Placebo 2.0, die Macht der Erwartung. Placebo-Forschung interessiert mich sehr, es ist ein eher wissenschaftliches Buch, es ist aber auch super schön von der Aufmachung, es sind immer Kapitel mit kurzer Gliederung, worum es geht. Und es gibt auch immer schöne Darstellungen. Und das Interessante ist, dass hier nicht nur, zwar schwerpunktmäßig, aber nicht nur der Placebo-Effekt in der Medizin dargestellt wird, sondern zum Beispiel auch im Sport, in der Werbung, im Bereich von Kunst und Bildung. Und das fand ich super spannend, wie ganzheitlich das denn auch geschrieben wurde. Natürlich geht es schwerpunktmäßig um die Medizin, aber grundsätzlich auch in der Notenvergabe, in der Bildung, in der Pädagogik, in der Kunst, in der Werbung, im Sport, was da Placebo-Effekte ausmachen. Super interessantes Buch, vor allem wenn du dich für Placebos interessierst oder auch der Nocebo-Effekt wird beschrieben. Ich fand es der Knaller von mir, 5 Sterne, eine Empfehlung von mir für dich. So, November. Im November habe ich, ich muss ja mal kurz rübergreifen, diese Bücher gelesen. Das erste Buch, was ich im November gelesen habe, war Angst kocht auch nur mit Wasser. Wie wir durch Denken in Bildern negative Verhaltensmuster unterbrechen können. Das ist ein ganz dünnes Buch, wie du siehst. Und jedes Thema, da gibt es ein Bild und eine Erklärung oder eine Metapher. Also es geht hier ganz viel um Metaphern, weil unser Hirn denkt ja an Bildern. Und das wurde von einem Psychologen oder einem Psychotherapeuten geschrieben. Und da geht es halt darum, Menschen, zum Beispiel im Coaching, in der Psychotherapie, in der Psychologie oder in anderen therapeutischen Berufen, bestimmte Dinge anhand von Metaphern näher zu bringen. Es ist super interessant fürs Selbstcoaching, finde ich auch. Und es ist sehr, ja, echt sehr gut gemacht. Also ich habe auch wild rummarkiert.
Richtig coole Metaphern. Sollte man gelesen haben, vor allem wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, finde ich. Und am Anfang wird ein bisschen erklärt, warum Metaphern so wertvoll sind. Und dann gibt es halt super, super viele Metaphern zu unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel Missverständnisse und Denkfehler. Und die Bilder dazu sind natürlich auch immer sehr, sehr cool. Oder was haben wir hier? Wenn das, was wir tun, nicht funktioniert. Und dann gibt es da verschiedene Geschichten und Metaphern. Ich mochte es sehr. Eine Empfehlung. Das nächste Buch, was ich gelesen habe im November, war Mein Lebenshaus hat viele Räume. Von Susanne Hofmeister, die eigene Biografie verstehen und dem inneren Ruf folgen. In diesem Buch geht es um Biografiearbeit und wie du durch Biografiearbeit dein eigenes Lebenshaus quasi verstehst. Also die Biografiearbeit geschieht mit dem Lebenshaus. Du hast verschiedene Etagen mit verschiedenen Altersgruppierungen. Sie ist anthroposophische Ärztin. Es ist echt interessant und sehr ganzheitlich geschrieben, also auch ein bisschen spirituell. Das ist dann Geschmackssache. Also manche holt es total ab, manche nicht. Ich fand es echt ganz gut. Und dann kannst du dein eigenes Lebenshaus auch darstellen mit diesen verschiedenen Etagen. Ich fand es echt spannend. Und sie kombiniert das mit PEP. Das ist ja die Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie. Da gab es auch schon ein Podcast-Interview mit dem Begründer. Wenn du magst, kannst du es dir auch gerne noch anhören. Und ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also diese verschiedenen Etagen und so weiter. Also wenn du dich mal ein bisschen näher mit deiner eigenen Biografie beschäftigen möchtest, dann guck dir mal dein Lebenshaus an. Ein cooles Buch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es waren 4 Sterne. Manchmal war es für mich ein bisschen zu spirituell, aber gut. Dann im November hatte ich noch das Buch gelesen. Geldwunder kommt selten allein, finanzielle Wunder manifestieren. Da habe ich mich mal ein bisschen näher mit dem Thema Spiritualität und Money Mindset und so weiter beschäftigt. Und das fand ich ganz gut. Aber manchmal war es mir auch ein bisschen too much. Also da ist es wirklich schon sehr spirituell geschrieben auch und sehr spirituelle Techniken. Manches hat mich abgeholt, manches hat mich nicht abgeholt. Das ist, glaube ich, total Geschmackssache. Aber es gibt viele Übungen da drin und ich fand es so ganz interessant, aber es ja, war jetzt nicht so, ja, weiß ich auch nicht. War ganz gut. Danach habe ich gleich das Universum liefert immer zweimal. Dann war ich ja in diesem Universums- und Energiethema. Dann dachte ich mir, lese ich mal mehr. Da geht es um das Gesetz der Anziehung und auch ums Manifestieren. Das fand ich auch soweit ganz gut. Ich gucke gerade mal, wie viele Sterne. Mal 2. Weil es holt mich nicht endgültig ab, muss ich sagen. Also das ist wirklich, entweder man glaubt daran und man kann damit arbeiten oder eben nicht. Und genau. Ja, das war das vorletzte Buch im November und das letzte Buch war Fokus von Hermann Scherer. Da habe ich nicht so viel für mich mitgenommen, muss ich sagen. Also Fokus, provokative Ideen für Menschen, die was erreichen wollen. Ich hatte aus dem Buch nicht so viele neue Erkenntnisse, deshalb hat es auch nur 1 Stern bekommen von mir. Bei mir geht es ja darum, auch viele neue Erkenntnisse zu haben. Das hatte ich jetzt bei dem Buch nicht so. Ja, deshalb gibt es auch nicht so viel zu sagen. Jetzt kommen wir zu den Dezemberbüchern. Ich habe mit dem Thema Geld mal weitergemacht, die Psychologie des Geldes. Finanzratgeber quasi. Zeitlose Lektion über Reichtum, Gier und Glück. Also ich habe schon einiges mitgenommen für mich. Genau, es geht viel um Vermögen, es geht viel um Geld. Ja, die Psychologie des Geldes. Ich fand es echt ganz spannend. Und ja, man muss halt Interesse an Finanzen haben. Das ist, denke ich, die Grundvoraussetzung. Ich guck mal, wie viele Sterne? 3 Sterne.
Das nächste Buch, was ich gelesen habe, das habe ich nicht hier, das habe ich gerade verliehen. Das ist eine für alle als Notärztin zwischen Hoffnung und Wirklichkeit von Dr. Carola Holzner. Das habe ich an einem Tag durchgelesen, das war der Knaller, 5 Sterne. Es ist super spannend, aber mich interessiert halt auch Medizin sehr. Es geht darum, dass sie einen mitnimmt auf die Intensivstation in ihren Alltag als Ärztin, Notaufnahme, Rettungsdienst. Ich fand es super, super spannend. Es war von, ich habe mich totgelacht bis, es ist wirklich sehr berührend, bis hin zu, das ist echt eklig, war alles dabei. Ich fand es super cool und war mal so leichte Kost, finde ich. Genau, eine absolute Empfehlung von mir für dich. Dann habe ich als nächstes gelesen, Wenn die Faust des Universums zuschlägt von Dr. Johannes Wimmer. In diesem Buch geht es darum, dass er die schwere Erkrankung und auch den Tod seiner Tochter verarbeitet. Also es ist schon auch sehr, sehr emotional. Also guck für dich, wenn du das lesen möchtest, wann du es liest. Und es ist wie so ein bisschen wie so ein Tagebuch geschrieben. Also hier stehen dann auch immer die Daten. Und ich fand es hat mich sehr mitgenommen. Es war super spannend. Ich habe es auch an einem Tag durchgelesen, weil es mich so gefesselt hat. Von mir 5 Sterne. Ich mochte es total. Und das letzte Buch, was ich im Dezember gelesen habe, war zum Thema Minimalismus. Ich bin ja jetzt gerade so ein bisschen im Minimalismus-Fieber. Der neue Leichtsinn heißt dieses Buch. Es ist ein eher dünnes Buch. Es geht auch viel um Werte und Minimalismus sehr ganzheitlich betrachtet. Also es geht Minimalismus im Bereich Gesundheit, Beziehungen, Leidenschaft, Weiterentwicklung, soziales Engagement. Also das sind so Grundwerte und was das mit Minimalismus zu tun hat, fand ich super spannend. Ein echt cooles Buch. Ja, liebe Freunde, das hat er übrigens, wie viele Sterne hat er das? 4. Das waren die Bücher, die ich im vierten Quartal gelesen habe. Echt ganz coole Bücher dabei. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, welches Buch hast du vielleicht schon gelesen oder welches Buch möchtest du jetzt davon lesen? Und was ist vielleicht dein Lieblingsbuch? Schreib es mir auch mal gerne rein. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich, wenn du den Wordseed YouTube-Kanal abonnierst und schau auch gerne bei Instagram vorbei unter wordseed_coaching, neuer Instagram-Name, Obacht. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns in einem nächsten Video oder bei der nächsten Podcast-Folge hier wiedersehen. Ich habe mir vorgenommen, 2022 ein bisschen mehr mich um YouTube zu kümmern und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Kanal weiterempfiehlst. Und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.